Hallo Great Eastern Cutlery Freunde. Wir schauen uns jetzt noch schnell ein Video an. Ne, ja klar, Video schauen wir uns an und wir schauen uns das Messer an. Nämlich hier von dem neuen Pattern nochmal. Die 888, 222, aber in Desert Ironwood. Nur kurz und knapp hier, aber warum liegt hier ein Eastwood Tiger Magna? Eins meiner Lieblingsmesser. Denn, erstens, diesen coole Slip Joint Worker, ne? Das sind keine Messer für die Vitrine zum Sammeln oder sonst was, Freunde. Das sind Werkzeuge, das sind harte Arbeitsmesser. Haben eine stramme Feder, klasse Handlage, einwandfrei. Aber wieso braucht jeder GEC-Sammler so ein Messer? Weil hier oben das Ding einfach der beste Öffner ist für eine GEC-Box, ne? Das, was der Flaschenöffner für die Bierflasche ist, ist das GEC-Messer für so einen Karton. Ne? Passt nämlich prima hier rein und hast schöne Hebel zum Öffnen. Gell? Darum brauchst du immer ein Güdi Magna bei dir. So, jetzt schauen wir mal. Puh, wir sind da noch drin. Cool. GEC und DBK. Nee, Quatsch. Die legen wir jetzt mal hier mit zu rein in die Modelle. Aber das schauen wir uns mal schnell an. Holy moly, ja, es ist halt ein Naturmaterial, es ist Holz. Da unterscheidet sich halt wirklich jedes Stück wieder vom anderen. Ich bin immer wieder begeistert von der Qualität dieser Messer, ne? Wie die runtergeschliffen sind. Ne? Und wir haben hier eine Layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Layer. Ne? Und die äußerste Layer besteht aus Polster und Holz und das ist runtergeschliffen. Und du spürst nichts. Ne? Klasse. Wir haben zwei Klingen, sollen wir schauen mal. Oh, hier, boah, die sind auch stramme Federn, du. Schöne Northfield, UN XLD. Sehr schön. Ja, warte, das ist vielleicht, ja, immer mit den Klingen ist es so eine Sache und Carbon, ne? Und das ist ja nicht meins. Ich ziehe mal geschwind ein Handschuhchen an, damit ich da nicht meine Fingerabdrücke da und auf den schönen Carbon-Klingen, dass es nachher irgendwie eine Flugrost oder so gibt. Sehr schöne, ultralange Hechtklinge. Zum Beispiel so vielleicht. Sehr schön. Aber coole Handlage, so wie das geschwungen ist. Echt cool, starker Klingenanschlag. Das ist auch gut, wenn du das Ding mal, ne, aus den Fingern flutscht. Passiert nichts. Und hier, eine Sheepfoot-Klinge, die sich aber nach vorne etwas verjüngt. Das sieht ja natürlich auch mal cool aus. Coole Schneideigenschaften beim Ziehen haben diese Klingen. Ja, das ist auch ein gutes Gebrauchsmesser, ne? Haben da vorne noch hier diese Delle da drin. Cool, ja. War was anderes. Bestimmt auch so mal an irgendwelchen originalen Messern gewesen. Dann noch eine klitzekleine Gravurplatte drin. Wenn ihr sowas könnt, selber gravieren. Oder ihr habt jemanden mit einer Gravurmaschine, könnt ihr vielleicht ganz fein in schöner Schreibschrift euren Vornamen da reinmachen. Auch cool. Ja, aber hier natürlich besonders, ne? Das Wüsteneisenholz. Dieses Holz hat so eine hohe Dichte, ist so schwer, dass es nicht mal schwimmt. Ne? Wenn du so einen Klotz Wüsteneisenholz in einmal Wasser machst, dann säuft das Ding ab, geht unter. Also vielleicht keine Rettungsboote von eurer Insel mit Wüsteneisenholz bauen. Wenn er hier mal bei Seven vs. Wild Teil 2 in Arizona oder so. Gut, da ist eher trocken, ne? Fürs Wüsteneisenholz macht man schöne Messergriffe und nichts anderes. Wow. Wollte ich noch schnell verewigen, denn so Dinger kommen als nur selten wieder zurück. So, jetzt verpackt man das wieder schön. Ah, das ist immer wunderschön in diesem Wachspapier. Das ist jedes Mal wieder eine Freude. Ne? Erstmal hier reinlegen, einmal einschlagen. Dann ein bisschen hier rüber, ein bisschen darüber. Das Pad kann man noch dazwischen legen. Schön. Sandwichrolle hier. Ne? Man gibt ein DBK-Patch mit. Und dann geht das Ding auf die Reise. Darf sich dann ein Kunde darüber. Freunde, so Freunde, das
Das war's, kurz und knapp. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.